Okay. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Theodore muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmans Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Hoffmann, sind Sie da? Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Leon? Bist du das? Leon? Bist du das? Huh. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Anscheinend haben sie hier zusätzlich gesichert. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben.
Was haben wir denn hier? Okay, mal sehen, was passiert. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. Stimmen. Nein! Siehst du denn nicht, was er vorhat? Hier wird es mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Du musst mir reinigen! Thank you.
Leitmeister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeige es dir. Hier nicht raus. Ja, Vater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Vor dir. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Du kommst hier nicht raus. Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere. Du kannst sterben. Oder dich ändern wie ich. Hör auf, wegzurennen. Keine Ahnung, als Lee, aber das, ich wollte Theodor... Armer. Sie hatten... Und jetzt? Schauen wir... Ich glaube. Flammenwerfer. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, den einzusetzen. Gut. Ich schicke dir meine Kurve. Verstanden.
bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Sag mal, Thor. Reicht das um... Was? Bereit? Es kann... Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1... Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Kap. Sie sollen ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Lily, du bist hier. Thank you.
Aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Mein Rat erfolgt, Kosikasa. Sie wollten mich zuhören. Sie haben beide verloren und gingen dann selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Thank you.
will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen Sie zu. Lily? Bist du es wirklich? Lily. Na los. Bringen wir dich hier raus. Dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Dieser Brief. Myras letzte Nachricht. Versteckt in ihren Akten. Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Mein lieber Sebastian. Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das schlimm. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Wachen Sie auf, Sebastian! Was ist passiert? Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur.
Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich. Nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Das ist das Problem. Wie meinst du? Das war Theodore, aber sie ist... Mist. Ich glaube, ich habe in Liam... Gut. Es ist noch nicht... Okay, ich prüfe... Okay. Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Wieder da, Detective.
sein Feuer an! Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Seht. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein Trag, der erzeugt. Wie? Der um. Groß genug. Das ist der. Das letzte. Das kann ich. Und hier. Wir kommen. Das ist der. Wer hilft? Sie wissen gern. Natürlich. Das sind. Sie sollten sich. Detective Castellanos. Immer ein Vergnügen.
Sind Sie bereit, Sebastian? Alles klar. Okay. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Wird schon schief gehen. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. An der Tasche ist noch Munition. Einer kommt durch. Ich hab ihn. Passen Sie auf, Hoffmann! Dafür sind Sie zuständig! Na toll! Die sind überall! Bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie! Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Geben Sie mir Deckung. Das war knapp. Ich sagte doch, er zickt rum. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie. Beeilung, hier wird's ziemlich heiß.
tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon.